ihr Lieben, wie ihr seht, fangen wir mal wieder mit Surfen an. Und wie ihr auch seht, es fliegen noch Flugzeuge auf Bali, wenn auch nur wenige, nur Domestic. Ich glaube, es sind so, keine Ahnung, letztes Mal, als wir hier waren, sind alle 5 Minuten Flugzeuge gekommen. Und jetzt kommt halt, das war das Einzige, was ich bis jetzt gesehen habe und es ist jetzt gestartet. Und ja, wir machen jetzt eine kurze Session. Also ich nehme euch gleich mit ins Wasser, ein bisschen surfen, aber es wird kein Surfvideo, keine Sorge. Es soll ein bisschen darum gehen heute, oder nicht nur ein bisschen, sondern komplett, ob wir uns vorstellen können, nach Bali zu ziehen. Wir sind ja jetzt schon 7 Monate am Stück hier. Also können wir jetzt mal so unsere Meinung abgeben. Und dann sagen wir euch mal so die unserer Meinung nach großen Vorteile natürlich auf Bali zu leben, aber auch die für uns relativ großen Nachteile. Und ja, damit ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie es eigentlich wirklich ist oder wäre, wenn man hier für immer oder für lange lebt. Aber ich gehe jetzt erstmal ins Wasser. Leute, we are back, oder ich bin zurück vom Surfen. Elle ist auch am Stissel, wir sind schon beim Essen. Ich habe vorhin so getan, als würde Surfen nichts mit dem heutigen Video zu tun haben, aber natürlich ist ein Riesenvorteil für mich und eigentlich auch für uns beide mittlerweile von Bali, dass man hier jeden Tag surfen gehen kann. Also es ist wirklich fast einmalig, würde ich sagen, diese Insel, dass man wirklich jeden Tag im Jahr surfen kann. Das ist auf Hawaii nicht so, das ist in Amerika nicht so. Es ist auf jeden Fall unique hier und das ist auf jeden Fall ziemlich nice für uns. Zweiter Punkt natürlich, der ziemlich geil hier ist, ist das ganze günstige und super leckere Essen, was man hier bekommt. Also wir sind jetzt heute im Sloth, was eins unserer Lieblingsrestaurants geworden ist in der letzten Zeit, empfohlen durch Live2Go und approved auf jeden Fall. Und ja, das ist zum Beispiel komplett vegan hier alles, obwohl wir nicht Veganer sind, feiern wir es trotzdem. Das ist weil, so lecker. Ja, weil die halt solche Gerichte haben wie das hier. Das ist ein Chicken Burger mit halt irgendeinem Käse, der kein Käse ist. Und schmeckt mega geil. Ella hat, glaube ich, BLT-Sandwich. Ja. Und hier gibt es so viel gute Auswahl, so viel gutes Essen. Und es gibt natürlich, also nur in dieser Area, wo wir hier wohnen, in Canggu, gibt es schon so viele krasse Restaurants, dass man eigentlich sich jeden Tag in Neues setzen kann. Das ist alles so lecker. Genau, einfach. Also nicht alles ist super günstig. Nee, aber hier sind wir jetzt bei, das kostet nicht mehr 4 Euro, der Burger. Also es ist schon eine Ansage. Ella, die Ehre, den Burger zu probieren. Okay. Bestimmt gleich auseinander. Hm. Jetzt willst du ihn vernichten? Mhm. Zwei vielleicht recht offensichtliche Punkte ist, erstens, Bali ist übelst schön. Wird zwar ein bisschen weniger mit den ganzen Gebäuden und den ganzen Leuten, die hierher kommen, aber ich sag mal, sobald man ein bisschen rausfährt aus den typischen Orten, ist es einfach unglaublich schön. Und selbst hier in Canggu, ihr seht's, ist es richtig nice. Und zweite Offensichtlichkeit ist, es ist immer geiles Wetter. Also es kann natürlich mal regnen, richtig hart. Aber es gibt keinen Tag, an dem man nicht mit kurzer Hose, Flipflops und T-Shirt rausgehen kann. Es gibt auch viele Tage, an denen wir gar keine Schuhe tragen, weil es einfach so chillig ist. Und das Wetter ist wirklich nice hier. Und es ist sogar so, dass es selten zu warm ist. Also in der Regenzeit wird es manchmal ein bisschen schwül und heiß. Aber das so vom Klima her ist es eigentlich das Land, was uns mit am besten gefällt. Ich würde sogar sagen Platz 1, oder? Klimatechnisch Platz 1 hier. So, wir kommen zurück in unserem kleinen Reich und ein positiver Punkt natürlich hier ist, dass die Lebensunterhaltskosten übelst gering sind und die sind nicht nur gering, sondern das, was man bekommt für sein Geld, ist auch mega gut. Also ich würde sagen, das meiste hat schon europäische Standards, vielleicht leckt es hier mal ein bisschen oder so, aber von der Sauberkeit her und so ist es
Schon wie zu Hause, würde ich eigentlich sagen. Das Krasse ist, man hat halt sogar noch meistens jemanden dabei, der sauber macht. Dann macht jemand den Garten. Natürlich muss man die alle bezahlen, aber es ist halt so günstig, gerade so handwerkliche Sachen, sage ich mal, dass man sich das hier easy leisten kann. Und deswegen kann man sich hier richtig gut gehen lassen. Wir haben ja unsere Villa schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und das Ganze hier kostet halt ungefähr, also jetzt gerade mit dem ganzen Saubermachen und allem, mit Strom, 600 Euro im Monat. Und das ist halt mega günstig. Also so viel haben wir damals für unsere Wohnung in Berlin bezahlt. Ich glaube, mittlerweile kostet die schon 1000 Euro. Als wir dann ausgezogen sind, sind die Preise nochmal in die Höhe geschossen. Und ja, ich glaube deswegen, also ist ja auch kein Geheimnis, dass aus solchen Gründen ganz viele digitale Nomaden, sag ich mal, in so günstige asiatische Länder ziehen, weil man hier halt mit relativ wenig Geld ja schon einen sehr hohen Standard hat, und dann kann man halt an seinem Business arbeiten, sein Business aufbauen, immer mehr und mehr Geld verdienen und hat nicht so den Druck, so fuck, ich muss jeden Monat keine Ahnung wie viel 1000 Euro verdienen, sondern man kann erstmal wenig verdienen. Genau, und da kann man halt ganz entspannt hier arbeiten und muss sich nicht Sorgen machen, dass man jeden Monat fetten Kohl mit nach Hause bringt. Was halt auch so geil hier ist das frische Obst. Erstmal ist es natürlich wieder günstig und die Auswahl ist auf einfach so gut und es ist einfach so viel leckerer und so viel süßer als das meiste, was man leider in Deutschland bekommt. Tut mir leid, aber es ist wirklich so, es ist so nice. So sieht Ella aus, wenn sie arbeitet. Alles was? Nichts. Direkt Freunde mit der Hunde. Die ist aber süß. Und da kommt auch einer. Hinter dir. Hallo. Okay, aber neben den ganzen Sachen, die wir bereits genannt haben, ist wirklich number one reason, warum wir uns hier so wohlfühlen, ist einfach die allgemeine Atmosphäre und die Locals. Also wisst ihr, wie ich meine? Es ist so, in Deutschland hat man oft das Gefühl, dass die Leute ein bisschen verkrampft sind und vor allem sind die Leute auch nicht so offen zu anderen Menschen erstmal. Und hier hat man das gar nicht. Hier ist es alles so super offen, alles ist super locker. Man hat auch nicht so das Gefühl, man muss irgendwie jemanden mal siezen oder so. Oder so, wisst ihr, wie ich meine? Wenn man fremde Leute in Deutschland kennenlernt, ist man erstmal so verkrampft. Also gerade wenn es Ältere vielleicht sind und es ist nicht direkt so locker, flockig. Und hier finde ich, alle Leute sind locker drauf, alle Leute sind easy. Man kann sich direkt mit jedem normal unterhalten und hat nicht das Gefühl, man muss irgendwie darauf achten, dass man sich ordentlich benimmt. Ich finde das übelst geil. Ja, das ist mein Number One Grund, warum ich mich hier einfach bomben wohlfühle. Bestes Beispiel ist immer, ich sag immer, ich hatte es immer abgefuckt, schon alleine, wenn man vom Fahrrad auf der falschen Seite vom Fahrradweg fährt, also von der falschen Straßenseite, dass die Leute einen dann anmeckern. Da denkst du dir so, halt einfach deinen okay, ja. Aber wisst ihr, wie ich meine? Es provoziert einfach. Ja, das ist einfach Leute unnötig. Sind sehr, sehr nett einfach. Ja, das ist richtig. Danke, dass du es nochmal bestätigen konntest. Sie übrigens, die haben hier gerade irgendwie so eine Badeparty. Das müssen wir euch mal zeigen. Es ist richtig witzig. Und dann sagen wir euch nochmal. Ne? Ja. Genau, also das Wochenende ist mehr los, genau. Und dann sagen wir euch auch nochmal, warum wir trotz all der Gründe, die wir gerade genannt haben, weil es sind eigentlich nur positive Gründe, trotzdem noch nicht den Entschluss gefasst haben, nach Bali zu ziehen. Obwohl wir hier eigentlich gerade wohnen. Obwohl wir eigentlich gerade schon wohnen, ja. Party! Ja, heute geht's richtig ab. Die Locals schwimmen nämlich immer hier in diesem Fluss, weil sie ja nicht richtig, meistens können sie nicht richtig schwimmen und die Wellen sind dann doch zu viel des Guten. Und heute sehe ich aber heute zum ersten Mal, dass man hier sich sogar so Schwimmringe ausleihen kann. Lass mal fragen, oh! No problem. Das war knapp. Ja. Was hier abgeht, Alter, es ist wirklich nur am Wochenende so, sonst ist hier nie jemand. Und die Locals kommen auch immer nur abends zum Strand. Wahrscheinlich ist der Tag immer viel zu warm. Aber der Strand ist da. Aber es ist so süß. Jetzt cool. So, also die offensichtlichen Nachteile haben wir ja schon genannt.
Da haben wir sogar mal ein eigenes Video drüber gemacht. Das könnt ihr euch gerne reinziehen. Aber da waren so Dinge wie zum Beispiel der Verkehr ist krass. Ja. Aber das ist jetzt kein Grund, warum wir hier nicht herziehen, weil krassen Verkehr haben wir in Berlin auch gehabt. Zum Beispiel, das hat man halt in großen Städten oder hat man halt auf der Welt manchmal. Was mir noch einfällt, wäre vielleicht das Gesundheitssystem. Ich muss aber auch sagen, das juckt uns auch überhaupt nicht, weil wann war ich das letzte Mal beim Arzt? I don't know. Ist schon lange. Ja, also das ist dann vielleicht in 20 Jahren wichtig oder sowas, ne? Wenn wir alt sind. Wenn wir alt und grau werden. Ja, da bleibt eigentlich nur noch einer bzw. zwei große Gründe. Und zwar der erste wäre, dass man, auch wenn die Leute hier sehr, sehr nett sind, man trotzdem immer irgendwie der Tourist bleibt. Also man ist trotzdem immer meist mit Nicht-Einheimischen unterwegs. Man hat so das Gefühl, die Einheimischen behandeln dich auch so ein bisschen anders. Also ist jetzt nicht generell gesprochen, aber überwiegend ist es so. Genau, man lebt halt hier in so einer Bubble. Die Bubble ist auch echt schön und es macht auch Spaß, aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie lebt man halt trotzdem. Ja, wir sind halt die Touristen, die hier sind, die den Einheimischen Geld bringen, sage ich mal, so um das oberflächlich zu sagen. Und das merkt man auch. Ich glaube, generell wird es so sein, egal in welchem Land man ist, man fühlt sich erstmal fremd. Aber gerade in Asien ist es besonders so. Ich weiß nicht, ob es an den kulturellen Unterschieden liegt oder auch an dem Geld, sage ich mal, dass wir so viel haben und die generell so wenig und es denen deshalb schwerfällt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, man merkt das. Und der zweite große Punkt ist natürlich, dass man so super weit weg von seiner Familie ist. Ja. Und das ist halt einfach so ein Ding, was uns ja immer beschäftigen wird, weil wir fühlen uns hier viel, viel, viel wohler als in Deutschland. Aber wir sind halt super weit weg und wenn wir dann zum Beispiel mal ein Kind bekommen sollten, ist es halt irgendwie, keine Ahnung, wir haben halt voll das gute Verhältnis zu unseren Eltern und es wäre halt irgendwie assi oder schade, wenn das hier aufwächst ohne Familie. Ja, so, das geht, ne? Das geht nicht, ja. Da würden unsere Mütter uns umbringen wahrscheinlich. Ja, und der dritte Grund ist natürlich, warum wir uns noch nicht dazu entschieden haben, hier hinzuziehen, ist, dass wir auch noch ein bisschen reisen wollen. Das würde sich jetzt auch nicht lohnen, was zu bauen schon oder sowas. Ja. Ja, unsere Idee ist, um es mal direkt rauszuhauen, dass wir so halb-halb machen, also dass wir irgendwie in Deutschland was haben, wo wir hingehen können, wo wir wohnen können, wo wir in der Nähe von der Familie sind. Ja, ja, und dass wir halt aber auch hier was haben, wo wir dann auch immer wieder hin zurückkommen. Das Coole ist, wir haben ja die Freiheiten, die wir jetzt haben, die wollen wir auch behalten. Das heißt, theoretisch können wir ja immer, wenn wir wollen, Deutschland wieder verlassen. Ja. Ne? Ja. Theoretisch ja. Wenn wir aber, wie gesagt, wenn wir mal Kinder haben oder so, dann... Ja, dann ist vielleicht mal kurz Pause. Aber wir haben auch Freunde, die auch Kinder haben und die reisen auch. Also ist kein Problem. Es gehen tut alles. Ja. Aber deswegen haben wir noch nicht dieses hundertprozentige Commitment, yo, wir ziehen jetzt nach Asien, weil uns doch irgendwie unsere Familie wichtig ist. Ja. Und ja, das ist so der Nachteil. Plus halt dieses, dass man sich hier auch immer ein bisschen fremd fühlen wird. Natürlich findet man seine Community, seine Leute, aber die wird, sage ich mal, in meisten Fällen zu 80% aus anderen Touristen bestehen. Genau. Ja, ja. Ja, das ist leider echt so. Ja. Und normal muss man ja auch sagen, ist ja hier, also jetzt ist es ja nochmal anders aufgrund Corona. Aufgrund der Krankheit, die man auf YouTube nicht sagen darf, habe ich gesagt. Doch, darfst du es sagen. Nee, da habe ich gehört, darf man nicht sagen. War echt? Ja, also ihr wisst schon weshalb. Dadurch sind ja jetzt alle Leute, die hier sind, halt lange hier oder für länger da. Und deswegen bleiben auch die Leute da, mit denen man sich befreundet. Stimmt, also stimmt. Normal ist eigentlich so, dass halt die Leute abreisen, ne? Ja, genau, abreisen, weil es ist ja eigentlich ein Urlaubsort oder ein Reiseort. Ja. Also Leute kommen und gehen und kommen und gehen und man versteht sich mit welchen gut. Und es gibt auch viele, die länger bleiben oder lange bleiben oder für immer bleiben. Ja. Aber viele gehen halt und kommen auch wieder und das ist dann auch immer stimmt. So. Also wir haben jetzt schon, das ist schon besonders gut für uns, genau, quasi, ja, für unsere Bindungen. Ja. 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 Also wir gehen jetzt auch hier den Sonnenuntergang, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Da gibt so einen kleinen Eindruck, so wie das ist hier zu leben. Also was richtig, richtig nice ist. Und das sind echt viele, viele Sachen, die einfach gut sind und die zu uns passen und die wir gerne haben. Aber es ist halt ziemlich weit weg und ja, es ist trotzdem ein fremdes Land. Und irgendwie haben wir das Gefühl, auch nach einem halben Jahr oder was, wie lange wir jetzt schon hier sind, dass wir auch immer noch, sag ich mal, fremd sind und in so einer, wie Alice gesagt hat, in so einer Art Bubble, Touri-Bubble leben so ein bisschen, ne? Und das ist echt schwer rauszukommen, ja. Ja, gut, ich glaube, ja. Okay, also, haut rein, man zieht sich gern. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.